willkommen zu meinem namenlosen Fragevideo. Wir fangen an. Michael Badke fragt, Marie, wie bist du darauf gekommen, auf YouTube zu singen? Wer hat dich inspiriert? Ich würde sagen, niemand hat mich inspiriert. Ich habe es einfach aus Lust und Laune getan. Es war wirklich sowas wie, ach, ich stelle mal irgendein Video auf YouTube, ist mir doch egal. So einer, auf denen das YouTube so ein Mini-Ding ist und niemand das sieht. Aber naja, irgendwie war es einfach so, ist ja nur eine Seite, ist ja nur Internet, stell ich mal hoch. Ja. Und ja, das hat dann 500.000 Klicks bekommen. Max Strauß fragt, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Ich muss sagen, so richtig entscheiden kann ich mich dann nicht, aber ich nenne zwei Tiere und zwar einmal Adler oder Delfin. Weil ich finde, es sind totale Gegenteile, deswegen kann ich mich für keins so richtig entscheiden, weil ein Adler sieht alles von oben, kann fliegen wie wer weiß was und richtig geil. Und das Gegenteil, der Delfin ist unter Wasser, kann mega geil schwimmen, sieht diese mega geile Unterwasserwelt. Und deswegen, da kann ich mich nicht so ganz entscheiden. Fabian Denk fragt, wenn Fischers Fritz fischt Fischers Fritz die Fische frisch. Ja. Berivan Tick fragt, wie viele Jahre singst du schon für YouTube? Circa 2 oder 3 Jahre, weil als ich mich angemeldet habe, habe ich nicht gleich mit YouTube-Videos angefangen. Aber die allerersten habe ich auch gelöscht, also kann ich das gar nicht so genau sagen. Marco Sander fragt, interessierst du dich für Sport und wenn ja, für welche Sportart? Ich würde sagen, Sport ist gar nicht mein Ding. Ich bin ein schrecklich fauler Mensch. Ich liebe Tanzen, ich würde auch unglaublich gerne tanzen, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht irgendwie Kressler beizutreten oder keine Ahnung was, deswegen ist es ein bisschen doof, aber naja. Christian Schnell fragt, was planst du für die Zukunft? Also Beruf, Singen und so weiter. Ja, also ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement, so wie das heutzutage heißt, bei VW. Das ist schon mal sicher. Und YouTube-Videos werde ich auf jeden Fall weitermachen und meinen Gesangsunterricht auch, wodurch ich auch Auftritte bekomme. Und mal gucken, ich sehe mich um, ob irgendwas Interessantes da ist, ob es vielleicht eine Castingshow ist, die ich mal nicht so scheiße finde. Und mal gucken. So, jetzt kommen ein paar tausend Fragen von Raphael, die ich aber selber auch cool finde, also geht's los. Was machst du in deiner Freizeit und was beschäftigt dich am meisten? Also was mich auf jeden Fall am meisten beschäftigt, ist im Moment die Schule. Ich meine, 10. Klasse ist letzte Halbjahr, ne? Abschlussarbeiten kommen und oh Gott, da habe ich echt Schiss vor. Das ist, würde ich mal sagen, was ich am meisten mache. Und ja, sonst in meiner Freizeit, ich höre Musik wie bekloppt. Ich habe eine Playlist bei Spotify seit ein paar Tagen, die ungefähr 600 Lieder hat und das wird noch mehr, garantiert. Und ja, was mache ich noch? Ich nehme Gesangsunterricht. Ich gehe zur Nachhilfe, was wieder was mit Schule zu tun hat. Und ich nehme an einer Musical-AG teil. Burger King oder Mc's? Burger King. Bus oder Fahrrad? Definitiv Bus. Tag oder Nacht? Hat beides seine Vorteile, aber ich würde sagen Tag, weil man da nicht so viel verpasst. Arm und gesund oder reich und krank? Natürlich arm und gesund. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen YouTuber zu treffen, welcher wäre das dann? Das wären definitiv PewDiePie und CutiePie, also seine Freundin. Ich glaube, ich würde weinen vor Freude. Es wäre absolut genial. Dein Sternzeichen? Ich bin Schütze. Beschreibe dich in 3 Worten. Verrückt, musikalisch und familienfreundlich, familiär, wie man auch immer das jetzt sagen sollte. Nächstes Zitat. Das wäre ein Zitat von Der Hobbit, also der erste Teil. Und zwar auf das Guten Morgen von Bilbo. Wie meinen Sie das? Wünschen Sie mir einen guten Morgen? Oder meinen Sie, dass es ein schöner Morgen ist, egal was wir wünschen? Oder dass sie an diesem Morgen alles schön und gut finden. Oder dass man an diesem Morgen gut oder schön sein muss.
ein Lied, bei dem ich nachdenken muss. I wake up, it's a bad dream. No one on my side. I was fighting, but I just feel too tired to be fighting. Guess I'm not the fighting kind. Und zum Schluss ein Lied, was dich an deine Kindheit erinnert. Tänzerin, Bärenkind, letztes Blatt im Kalender. Und ein Lied jemand singt, es war einmal im Dezember. So, das war's mit meinem namenlosen Frage-Beantwort-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen Informationen über mich gebracht. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Also, bis bald! In Fischers Fritz Fische Fische fischt, fischt Frischers. Nochmal. I got a lot of things I have to do. All these distractions, our future's coming soon. जो है समा कल हो न हो. Well, it's one for the money, two for the show. But you get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. Don't want to do nothing with your life. Ich seh's jetzt schon kommen. Pass! Sie ist das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben, glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. She is a Polish girl in America. When it comes to you, I get so hungry when they say I love me. I know that's good for you. I think you're hot, I think you're cool. You're the kind of girl I'm stuck in school. But now that I'm famous, you're up my anus. Now I'm gonna eat your food. Ine, mine, mu, heraus bist du. Heraus bist du noch lange nicht. Muss das sein, wie alt du bist. Eins, zwei, drei, vier. Oh, now, mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yo, yo. We the blast master, blasting up the jammer. La, 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 we the big. Boulevous. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Me. Stimmt, würde auseinanderfallen.